An der Fachhochschule Kiel arbeiten mehr als 500 Menschen in ganz verschiedenen Bereichen. Und einige von ihnen haben wir für eine Stunde bei ihren Aufgaben begleitet. Heute Diana Hogenberg aus der Schwentine-Mensa. Schön, dass ihr uns begleitet. Wir müssen dich erstmal ausstatten, putzen wir uns. Ja, gerne. 22 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten in der Schwentine-Mensa auf dem Campus der Fachhochschule Kiel in den Bereichen Großküche und Cafeteria. Es sind hier vier Leute, die hier arbeiten in der Cafeteria. Und ja, wir verteilen uns hier so ein bisschen die Aufgaben, weil ich hier so ein bisschen die Teamleitung übernehme und ja, die Leute hier so ein bisschen anleite und denen sagen muss, was zu machen oder wie sie sich einzuteilen haben. Neben den täglich wechselnden warmen Hauptspeisen aus der Großküche ergänzt die Cafeteria das Angebot mit belegten Brötchen, Joghurts und Salaten in To-Go-Bechern. Auch die beliebte Currywurst mit Pommes ist hier erhältlich. Für eine Veranstaltung außer Haus muss Diana Hagenberg heute außerdem 30 Liter Kaffee zubereiten und abfüllen. Die Speisen werden jeden Morgen frisch zubereitet. Diese To-Go-Becher werden später am Tag im American Diner angeboten. Einfüllen, Deckel drauf und nicht die Banderole vergessen. Diese ist mit den Inhaltsstoffen beschriftet und weist unter anderem auf enthaltene Allergene hin. Die großen Mengen warmer Speisen werden jeden Morgen in Druckbehältern zubereitet, die ähnlich wie haushaltsübliche Schnellkochtöpfe funktionieren. Für diesen Tag stehen neben Milchreis auch Hacksteaks mit Joghurtsoße auf dem Speiseplan. Da braucht es dann doch größere Behälter als die Tupperschüsseln von zu Hause. In die Schwentine-Mensa kommen auch viele Gäste, die gar nicht an der FH studieren oder arbeiten. So zum Beispiel Senioren, die nicht jeden Tag selbst kochen wollen. Dann vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke, dass du hier warst. Tag. Ja, gerne. Ich wünsche euch auch, oder dir auch noch eine gute Zeit. Vielen Dank. Dann sehen wir uns ja vielleicht in der Mensa, ne? Gerne.